Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute haben wir mal die Admiral Graf Spee am Start, den 6er Kreuzer der Deutschen. Ich glaube, den habe ich noch nicht so wirklich häufig gezeigt und dementsprechend muss ich das mal nachholen. Wirklich auch ein sehr interessantes Schiff, ordentliche Bewaffnung. Hier hinten die Torpedos, die nur darauf warten, ein Ziel vor die Nase zu bekommen, und ansonsten auch ein super interessantes Loadout, denn wir haben einmal hier die Möglichkeit, uns zu heilen, einmal ein Flugzeug, und wenn ein gegnerisches Flugzeug kommt, haben wir auch nochmal die Flak am Start. Also da ist alles möglich, außer vielleicht einen betrunkenen Kapitän, denn hier ist erstmal die Insel, aber da alles halb so wild. Alles noch sehr weit weg für ihn. Nichts beschießbar. Da vorne die typischen Scharmützel der Zerstörer. Der C-Punkt, der ist ja immer beliebt und spannend. So, und jetzt schickt er das Flugzeug hier in den Himmel. Und jetzt schauen wir mal, was er hier direkt macht mit der Knefni. Hat er HAP geladen? Natürlich hätte er wohl lieber HE am Start. 2500 Schaden und dahinter ist einiges an Gegnern. Holy moly. Und warum auch immer, aber er bleibt jetzt nicht auf die Knefni, also, sondern geht jetzt hier auf die Königsberg. Ganz klar, wenn ihr einen Zerstörer so nah an euch habt als Kreuzer, macht die einen scheiß Zerstörer erstmal weg. Die anderen fahren schon nicht weg. Also hier ganz klar Fokus auf die Knefni. Und jetzt sagt er auch, alle Stationen drauf. Aber wie gesagt, da hat er schon mal eine Salve verschenkt. Und auch hier Fehler des falschen Granatentyps. Denn ganz klar, hier muss man HE wählen. Und er lässt da die Knefni wirklich passieren. Das ist natürlich schädlich, was er da macht. Katapultjäger ist zwar durch. So, jetzt muss er aufpassen. Da kommen die Torpedos in seine Richtung. Aber jetzt schickt er gleich welche zurück. Die Omaha wird hier jetzt massive Probleme bekommen. Und die Torpedos waren gut, aber die brauchen gar nicht erst ankommen, denn er nimmt hier aus der Hüfte mit zwei Zitadellen die Roma raus und das war gut gemacht. Knefni brennt da, also kaum mehr was noch am Start. Jetzt legt sie da den Nebel, aber das sollte funktionieren und jetzt auch endlich die HE-Granaten und da sitzt eine und die reicht auch. So, jetzt kommt hier die Texas rum. Aber da hat er auch noch die Steuerbord-Torpedos, die er hier ins Ziel bringen will. Da wartet er recht lange, bis er die jetzt abfeuert, um hier auch möglichst viel zu treffen. Jetzt alle auf die Reise geschickt. Und die gehen alle daneben. Wie kann ich denn so lange warten und die dann trotzdem noch daneben setzen? Da hat er sie ein Stück zu weit links gesetzt. Ah, das ist natürlich richtig bitter, weil das war ein Heimspiel. Die Torpedos, die hätten sitzen müssen. Also da den ersten richtig dicken Bock der Runde geleistet. So, jetzt will er unbedingt die nächsten Torpedos raussetzen, um die Schmach da ein wenig vergessen zu machen. Aber klar, ist natürlich auch schon ärgerlich, weil den Damage will man ja selbst einfach auch abfrühstücken. Und da ist er jetzt auch schon durch. Das war eine verpasste Chance. Könnte sich vielleicht aber auch jetzt mal wieder heilen, denn er hat da noch einiges an Hitpoints möglich.
Und man sieht, das Gefecht selbst ist noch sehr eng. Jetzt hat jedes Team 5 Schiffe eingebüßt. Gegner hat allerdings noch einen Punkt mehr. Und hier, das Wrack zerberstet gerade. Aber die Schrauben, die drehen noch weiter, die könnten noch. Der Rest allerdings, der hat Feierabend. So, durch die Heilung ist er wieder bei 28.857 Hitpoints angelangt. Aktuell alles hier so ein bisschen zögerlich. Also die positionieren sich hier auf Punkt C, aber nicht wirklich zwingend, dass sie jetzt auf B fahren. Und scheinbar wird jetzt hier ein richtiger Verband gegründet, bestehend aus der Fusion New Mexico, New York und ihm, die jetzt hier Richtung Bertha weiterfahren wollen. Und jetzt wird es langsam eng, weil der Gegner wirklich da mit den Tickets gut in Führung geht. 2 Schiffe mehr hat. Also jetzt muss man sagen, das wird richtig, richtig knapp, so langsam, dass das Thema hier noch gedreht werden kann. Und jetzt da die New Mexico. Die muss erstmal ihre Tür mit drehen. Das ist natürlich die Möglichkeit, da den einen oder anderen Schaden anzubringen, ohne dass da großartig gewirkt werden kann auf ihn. Und jetzt aber da drüben die Bayern. Das heißt, jetzt haben sie das gegen sich, was sie eigentlich nicht wollten, nämlich 2 Schiffe von 2 verschiedenen Seiten. Und ganz unten ploppt auch der nächste Kreuzer auf. 4.700 Schaden mit der Salve. Und jetzt will er aber sagen, hier Jungs, macht's den. Ich kümmere mich um die Bayern. Mal schauen, ob er hier diesmal mit den Torpedos ein bisschen mehr Glück hat als mit den ersten. Vielleicht will er es jetzt wieder gut machen und zeigen, jo, ich kann das. Diesmal genau auf den Punkt gesetzt, wo vorhergezeigt wurde, dass er da sein dürfte. Und er dreht auch ein, um hier eventuell die nächsten Torpedos an den Start zu bringen. Aber die sitzen deutlich besser. Da hat er 2 ins Ziel gebracht. Und jetzt auch noch die Backport-Torpedos. Und die kommen, diesmal gehen sie nicht dran vorbei, sondern die finden ihr Ziel. Und da heißt Tschüss und auf Wiederschauen, Bayern. Oder wie man natürlich sagen wird, Servus, Bayern. Jetzt wird es langsam wieder knapper. Gegner noch 5 Schiffe, sein Team 4. Aber die Tickets, das bleibt weiterhin das Problem. Denn da ist der Gegner verdammt gut aufgestellt. New Mexico, die wird da jetzt gut eingedeckt, aber wir sehen da hinten, die anderen sind alle noch rappelvoll fast. Also das ist natürlich nicht wirklich optimal. So, jetzt kommt auf die New Mexico drauf, Schüsse sind raus, aber die gehen alle
fast alle in die Insel, sondern mit einer Granate kriegt er sogar noch den Kill. Also das war doch ein wenig glücklich, würde ich es mal nennen. Gegner braucht nur noch 200 Tickets und die New Mexico, die wird ja auch wieder richtig behagt. Aber die Omaha, das ist ein dankbares Ziel. Und da kriegt sie gleich 10.000 Schaden. So muss das sein. Damit ist er jetzt schon bei 93.000. So, und jetzt muss die Omaha langsam mal raus. Vorne auf den Bug gezimmert, aber da nur 2.700 Schaden. Die Nürnberg hält von hinten auf ihn drauf mit HE. So, die Omaha dreht rum. Auch nochmal die Torpedos ins Spiel gebracht. Aber da ist sie schon zerstört. Die Cleveland, die ist recht low. Die braucht nicht mehr viel. Torpedos auf ihn, aber die gehen vorne durch. Granaten Richtung Cleveland sind zwar angekommen, aber leider nicht genug. Die hatten immer noch 1000 Hitpoints. Die muss jetzt weg. Er brennt. Löscht aber nicht, sondern vielleicht will er gegenheilen. Auf jeden Fall muss er was machen. Der Brand, der wird nicht besser vom Anschauen. Versetzt die nächsten Granaten auch nochmal. Die Cleveland macht es ihn da jetzt verdammt schwer. Er brennt weiter. Er hat wohl scheinbar vielleicht gerade gar nicht das Auge dafür, dass er hier am Brennen ist. Jetzt repariert er den, kriegt dabei die Krake, denn endlich ist die Cleveland zerstört. Jetzt sind es 3 Schiffe gegen 2, also von dem her, das ist ganz ordentlich. Nürnberg ist nicht weit weg, 12.000 und die Zitadellen, so muss es sein. Jetzt hat er hier die Zeit und die Möglichkeit, gut zu aimen. Stellt das Schiff auch ein bisschen an, um hier nicht die ganze Zitadelle zu zeigen. Und die New York von hinten hält da nochmal rein und macht sie auch weg. Jetzt einzig und allein nur noch die Cleveland zwischen seinem Team und dem Sieg. Die Torpedos, die fließen vorbei. So, und jetzt gibt es hier das Aufeinandertreffen. Cleveland gegen Graf Spee. Einfach mal aus der Hüfte draufgehalten. Trifft sogar. Die Cleveland, die schießt gerade noch auf das Schlachtschiff. So, und jetzt hält er da rein. Die nächsten Torpedos sind da auf dem Weg, holt sich jetzt den Unterstützer damit. ...5.544 nochmal die Salve. Und so langsam aber sicher endet die Runde. Und auch wenn es von den Tickets her für das gegnerische Team immer verdammt gut ausgesehen hat. Aber hier ist das gleich durch. Die Torpedos kamen zwar nicht an. Aber ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen und ein Like da. Ansonsten bis bald. Euer Alcaramba.